Es ist großartig, dass hier die Schützenkönige, dass wir vor allen Dingen erfolgreiche Schießsportler aus dem Schützengau Erlangen heute geehrt werden. Wir sind stolz auf unsere erfolgreichen Schießsportler und gleichzeitig natürlich freuen wir uns über die großartige Tradition unserer Schützenvereine. Bei der Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie natürlich darum, dass wir möglichst sicher leben wollen und dass wir illegale Waffen möglichst reduzieren wollen, dass wir verhindern wollen, dass jemand unzulässig illegale Waffen in die Hand bekommt. Wir müssen das aktuelle Waffenrecht so gestalten, dass unsere Schützen auch weiterhin gut aktiv sein wollen. Und es war mir vor allen Dingen bei der sogenannten Bedürfnisprüfung sehr wichtig, dass hier die Schützen nicht dazu gezwungen werden, mit jeder Waffe jeden Monat mindestens einmal ab dem Schießstand zu schießen. Das wäre keine Verbesserung. Wir sind es unseren Vorfahren und unseren Vereinen schuldig. Wir haben ja Vereine, die sind 560, bestehen seit 560 Jahren, wie die königlich privilegierte Hauptschützengesellschaft. Diese Tradition, die seit Jahrhunderten im Schützengau Erlangen gepflegt wird, Schießen auf der einen Seite, Tradition und Brauchtum auf der anderen Seite, ne?